Servus Leute, lasst uns mal über ein Thema diskutieren, über das wir schon in der Vergangenheit gesprochen haben. Das Thema ist 1 auf 12 oder 2 auf 12. Welche Schaltung brauche ich als Einsteiger denn nun wirklich an meinem Gravelbike? Und da die Schaltung so viel ausmacht, wird das wahrscheinlich auch eine große Auswirkung auf deine Kaufentscheidung haben. Einer von euch hat mal komplett richtig gesagt: Ich würde jeden 1 Euro, den ich mehr habe, eher in die Schaltung investieren als ZB in das Rahmenmaterial oder Schnickschnack. Und da würde ich ihm zu 100% zustimmen. Doch um eine gute Diskussion führen zu können, lasst uns mal über die Grundlage der Diskussion sprechen. Und erstmal für die Einsteiger unter euch: 1 auf 12, 2 auf 12, was bedeutet das denn überhaupt? Wenn du eine 1 auf 12 Schaltung hast, hast du vorne ein Kettenblatt und hinten eine Kassette mit 12 Ritzeln. Wenn du eine 2 auf 12 Schaltung hast, hast du vorne 2 Kettenblätter und hinten eine Kassette mit 12 Ritzeln. Kurz gesagt kann man schon sagen, mit einer 2 auf 12 hast du eine höhere Schaltvielfalt. Aber ist das denn nun wirklich besser? Damit wir eine Schaltung haben, an der wir uns orientieren können, habe ich mir die Shimano GRX RX 820 rausgepickt. Die gibt es nämlich als einmal 1 auf 12 und auch als 2 auf 12 an den Gravelbikes. Um die Schaltung jetzt gut miteinander vergleichen zu können, wollen wir einmal die Übersetzung ausrechnen. Wir werden einmal die Übersetzung für den leichtesten und für den schwersten Gang ausrechnen, einmal für die 1 auf 12 und einmal für die 2 auf 12. Wichtig für euch jetzt noch zu wissen, das hier ist nicht die Shimano-Schaltung. Mein Gravelbike dient jetzt quasi nur, um euch zu zeigen, was ich meine. Wie rechnet man die Übersetzung aus? Das ist super einfach. Man nimmt die Zähne von dem Kettenblatt vorne und rechnet diese durch die Ritzel auf dem Kettenblatt von der Kassette hinten. Lasst uns das direkt mal für die Shimano machen bei der 1 auf 12 Variante. Was haben wir vorne? Wir haben vorne 40 Zähne. Diese 40 Zähne nehmen wir jetzt und rechnen sie durch die Zähne, die hinten auf dem größten Ritzel sind, um dann halt, wie gesagt, das Verhältnis vom leichtesten Gang berechnen zu können. Das wiederum bedeutet, wir rechnen 40 durch 45, das macht 1 zu 0,8, sprich das Rad dreht sich mit einer Umdrehung der Kurbel 0,8 mal. Ich schalte mal kurz auf den schwersten Gang. Ja. Machen wir einmal das gleiche für den schwersten Gang. Vorne bleibt es bei 40, 10. Jetzt sind wir hier hinten allerdings bei 10. 40 durch 10 gleich 4. Wir haben also eine Übersetzung von 1 zu 4. Dieses Fahrrad hier dient ebenfalls wieder der Veranschaulichung. Das hier ist nicht die Shimano-Schaltung und das Fahrrad ist ja noch nicht mal zum Gravelbike, das ist ein Rennrad. Aber so kann ich es euch halt ein kleines bisschen besser zeigen. Also, vorne haben wir auch 2 Blätter bei der Shimano und da müssen wir uns vor allem merken, 31 Zähne und 48 Zähne. Und hier hinten auf der Kassette müssen wir uns vor allem wiederum merken, 11 und 34. Jetzt lasst uns einmal die Übersetzung ausrechnen vom leichtesten Gang. Und dann rechnen wir 31 durch 34. Das heißt, im leichtesten Gang haben wir hier ein Verhältnis von 1 zu 0,9. Schalten wir mal eben kurz um auf den schwersten Gang. Zack. Und um jetzt das Verhältnis vom höchsten Gang zu berechnen, haben wir jetzt einmal umgeschaltet. Das wiederum bedeutet, wir rechnen einmal 48 Zähne durch 11 Zähne und das macht ein Verhältnis von 1 zu 4,4. Was sagt uns das jetzt? Ganz einfach. Auf der 2 auf 12 haben wir mehr Möglichkeiten zu schalten als auf der 1 auf 12. Das war aber auch vornherein schon ein bisschen klar. Allerdings ist der leichteste Gang auf der 1 auf 12 leichter als der auf der 2 auf 12. Sprich, wir kommen mit der 1 auf 12 besser den Berg hoch als mit der 2 auf 12. Mit der 2 auf 12 wiederum können wir dafür in höheren Geschwindigkeiten fahren. Nur wie gesagt, ich finde, es ist eigentlich interessanter zu wissen, dass ich safe hier einen Berg hochkomme. Denn bergab, wenn ich jetzt kein Rennen fahre, kann ich auch einfach mal rollen lassen. Bevor wir jetzt auf das Fazit zu sprechen kommen, kannst du mich ganz einfach unterstützen. Abonnier kurz den Kanal, lass einen Daumen nach oben da und schreib wirklich super gerne deine Meinung zur Diskussion runter in die Kommentare. Vielen Dank. Zudem hast du aktuell die Chance, ein Gravelbike auf meinem Kanal zu gewinnen. Einen Link zum Gewinnspiel findest du unten in der Beschreibung. Ich habe immer 3 Gründe, wenn ich so ein bisschen pauschal sage, als Einsteiger nimm lieber eine 1 auf 12 als eine 2 auf 12. Punkt Nummer 1, Schaltvielfalt. Ich finde, dass die Schaltvielfalt bei einer 1 auf 12 einfach ausreichend ist. Wir haben ja sogar gerade bei unserem Rechenbeispiel gemerkt, dass der leichteste Gang dieser Shimano leichter ist als der 2 auf 12. Und ich setze halt immer den Fokus drauf, dann eher zu sagen, ich möchte leicht jeden Berg hochkommen, als beim Bergabfahren immer noch irgendwie in die Pedale zu treten. Da lasse ich halt auch manchmal ganz gern rollen. Auf Bikepacking-Touren lasse ich sogar, weil ich weiß, dass ich sehr schiff bin, sowieso bergab rollen.
Deswegen, die Schaltvielfalt auf einer 2x12 ist zwar höher, meiner Meinung nach auf einer 1x12 allerdings vollkommen ausreichend. Wichtig natürlich, das war jetzt gerade ein Beispiel. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig, jetzt komplett zu pauschalisieren. Dann, der zweite Punkt ist einfach das Thema Schalten. Du musst richtig schalten können, damit dir eine 2x12 auch wirklich was bringt. Dinger wie über Kreuzschalten und so weiter gehen da einfach nicht. Das ist nicht gut für das Material und so nutzt du auch gar nicht die Gänge und die Gangvielfalt. Das heißt, wenn du nicht richtig schalten kannst, dann bringt dir eine 2x12 auch nichts. Dann auch wieder, nimm lieber wieder die 1x12, da kannst du dich nämlich nicht verschalten. Und dann Punkt Nummer 3 ist gerade für die Einsteiger gedacht, wenn sie neu auf dem Gravelbike sind. Ich komme beispielsweise auch vom Mountainbiken. Als ich damals das erste Mal auf dem Gravelbike war, war dieser Dropperlenker was Neues, das Bremsen was Neues, das Schalten was Neues. Und da fand ich es richtig gut, nur eine 1x12 zu haben, weil ich musste mich nicht so sehr konzentrieren, dann auch noch die richtigen Gänge einzulegen, weil, wie gesagt, wir haben ja vorne nicht die Möglichkeit zu schalten, wir können nur hinten schalten. Und ich konnte mich sehr gut konzentrieren auf die Position auf dem Fahrrad, wann und wie muss ich den Lenker packen, wann und wie muss ich bremsen, wie ist es eigentlich auf einmal mit Taschen am Rad zu fahren. Und das wiederum hat für mich alles ein bisschen einfacher gemacht und damit auch angenehmer. Weitere Themen sind natürlich noch, dass eine 1x12 ein bisschen weniger Bauteile hat, dadurch nutzt sie sich weniger ab etc., du hast weniger Verschleißteile, aber die Punkte würde ich jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen beiseite stellen, vor allem wenn du dir ja wirklich ein brandneues Fahrrad kaufen solltest. Das soll es an dieser Stelle übrigens gewesen sein. Wie gesagt, meine Meinung, ein Einsteiger ist mir da 1x12 absolut gut bedient. Er braucht nicht zwanghaft die 2x12. Jetzt freue ich mich auf deinen Kommentar. Lass es dir gut gehen. Viel Spaß auf deinem Gravelbike und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut und ciao.